Damit kommen wir zu einem, der nicht unbedingt so fanfreundlich kämpft wie Akiyama. Und das ist Rashad Evans. Er hat im Hauptkampf des Abends Tito Ortiz in der zweiten Runde durch TKO besiegt. Markus, du hattest bereits letzte Woche gesagt, dass das der Kampf des Abends für dich wird. Und ja, hat sich gezeigt, du hattest recht. Allerdings hattest du wohl einen anderen Kampfausgang dir gewünscht. Ja, also bin ich ganz ehrlich, es gibt wohl kaum irgendeinen Kämpfer, von dem ich so Fan bin wie von Tito Ortiz und von Vitor Belfort. Also bei Vitor hat es geklappt, bei Tito leider nicht. Ich habe natürlich mir gewünscht, dass also Tito gewinnt, aber man muss dann auch einfach fair und ehrlich sein. Rashad Evans hat unglaublich gut ausgesehen, hat intelligent gekämpft, hat technisch sauber gekämpft, hat überlegt gekämpft, war einfach auch körperlich in einer unglaublich guten Verfassung gewesen. Also ich sage ja nur von wegen, wie er erstmal die Takedowns abgewehrt hat und selber dann diesen Slam hingelegt hat. Also wirklich, da muss man auch einfach fair sein und sagen, hat Rashad Evans wirklich sehr verdient gewonnen. Und ich glaube, Tito ist auch nicht ganz so tief gefallen, weil er ja auch, wie jeder weiß, hatte nur 2,5 Wochen, um sich vorzubereiten, hat der UFC auch quasi mit einem Gefallen getan. Ich denke, also der ist halt weich gefallen. Für Rashad Evans wäre es bedeutend tragischer gewesen, wenn er verloren hätte. Ja, also zum einen, das hat Dana White ja schon im Vorfeld angekündigt, dass Tito Ortiz auf keinen Fall jetzt aus der UFC ausscheiden würde, auch wenn er gegen Rashad verlieren sollte. Das wird dementsprechend auch tatsächlich nicht passieren. Was Rashad betrifft, muss ich ganz ehrlich sagen, ich freue mich, dass er gewonnen hat. Erstens, weil ich den Typen sowieso gerne mag. Damit stehe ich zwar ein bisschen allein auf weiter Flur, habe ich immer das Gefühl, aber ich finde den einfach cool. Also ich finde den sympathisch und der kämpft gut. Zum anderen, weil es mir halt echt irgendwie leid getan hat zu sehen, wie viel Pech dieser Mann in den letzten 1,5 Jahren gehabt hat. Die ganze Verletzungsgeschichte und so weiter ist ja hinlänglich bekannt. Und wenn er jetzt quasi auf den letzten Metern ihm dann der Titelkampf doch noch aus den Fingern geglitten wäre, das wäre schon extrem ärgerlich gewesen. Herr Konstantin, du hast gerade gesagt, von wegen, du schießt allein auf weiter Flur als Fan von Rashad Evans. Also ich muss selber sagen, ich mag auch unglaublich Rashad Evans. Von der Persönlichkeit her, vom Kampfstil her, eigentlich ist es mir auch immer komplett unverständlich, warum der so ausgebuht wird. Hat einer von euch dafür eine Erklärung? Weil ich frage mich das schon die ganze Zeit. Ich finde den witzig, unterhaltsam, guter Kämpfer, aber. Er ist nervt, er nervt. Nein, also ich bin auf jeden Fall kein Rashad Evans-Fan. War ich auch noch nie. Ich fand seine Kämpfe früher langweilig, er war früher so ein Lay-and-Pray-Typ. Man muss allerdings dazu sagen, dass sich das in seiner Entwicklung sehr, sehr geändert hat. Der Kampf am Samstagabend war das beste Beispiel dafür. Das war ein absolut fanfreundlicher Kampf und das war ein absolut unterhaltsamer Kampf. Also vielleicht schafft es der Rashad Evans ja noch, dass ich zu seinem Fan werde. Aber ich glaube, das rührt alles noch ein bisschen von seinem früheren Stil her und ich glaube auch von seiner Rolle bei The Ultimate Fighter 10, wo er ja immer so ein bisschen den Oberlehrer gespielt hat und ja, alle Fans einfach hinter Quinton Jackson standen. Und da hat man automatisch dann Rashad Evans als Feind. Ja, schau, das ist halt wieder diese verschobene Wahrnehmung der Rashad-Gegner. Also ich persönlich hab Quinton Rampage Jackson halt als absolutes Arschloch wahrgenommen in der Fighter 10. Ja, er war halt für seine Kämpfer nicht wirklich da, ne? Aber ich Er glaube, war ein miserabler Coach, sowohl was das Coaching als solches angeht, als auch was, sage ich mal, den zwischenmenschlichen Aspekt angeht und wurde eigentlich in beiden Punkten und beim Trash-Talk von Rashad hart in die Tasche gesteckt. Und im anschließenden Kampf dann übrigens natürlich auch noch zu meiner großen Genugtuung. Nicht nur zu deiner, Konstantin. Also wie gesagt, ich habe mir auch ein Händchen gerieben, wie er den richtig bei die große Fresse gestopft hat. Und also ich muss auch sagen, ich konnte also Quinton Rampage Jackson vorher schon nicht leiden und bei The Ultimate Fighter habe ich noch richtig angefangen zu hassen. Nochmal zu guter Letzt, aber dann lassen wir das Thema auch ruhen und auf keinen Fall mag nochmal zu Worte kommen. Ich glaube das auch gar nicht, dass Rashad irgendwie so der Lay-and-Pray-Typ sei oder auch jemals gewesen wäre. Also von dem Headkick-KO gegen Sean Sarman bis zu seinem sicherlich zum damaligen Zeitpunkt größten Erfolg, nämlich das K.O. von Chuck Liddell, anschließend das TKO von Forrest Griffin und dann, naja, das eigene K.O. zwar gegen Machida, was aber auch sehr schön anzusehen war, hat er also durchaus auch sein gerüttelt Maß an sehr, sehr actionlastigen Szenen gehabt. Also ihr habt ja recht, ich habe ja nichts gegen seinen Kampfstil. Ich habe ja gesagt, also der letzte Kampf war zum Beispiel sehr, sehr unterhaltsam. Ja, ich glaube, er wird einfach deswegen nicht gemocht, wie gesagt, wegen dieser Tough-Staffel. Also die meisten Leute, ihr müsst es auch mal so sehen, die da zugucken, sind ja jetzt nicht die Hardcore-Kampfsport-Fans, sondern das sind einfach Leute, die wollen Action sehen und Quinton Jackson macht Action. Und Rashad Evans eben nicht. Und ich glaube, daher kam er da nicht ganz so gut an, sage ich einfach mal.
Ich kann es verstehen, ich kann aber auch Leute verstehen, die ihn mögen. Von daher schlagt mich nicht, wenn ihr mich das nächste Mal seht. Nee, aber wie gesagt, ich habe eben gesagt, ich würde Quentin Rampage dafür hassen. Aber ich meine, das ist natürlich extrem übertrieben gewesen. Aber die einzige großartige Aktion eigentlich von Quentin Rampage Jackson in der TAF-Staffel war für mich gewesen, wie er die Tür eingeschlagen hat. Also das ist das Einzige, dass er da irgendwie was bewirkt hat und sei es halt wirklich nur an Möbelstücken, weil seine Kämpfer hat er nicht unterstützt, war auch kein guter Coach, war zwischenmenschlich, wie Konstantin schon gesagt hat, irgendwie, jenseits von Gut und Böse und also ich glaube, der hat sich damit auch einen Bärendienst geleistet. Also ich glaube nicht, dass er unbedingt mit der TAF-Staffel der Rampage Jackson da irgendwie Fans zugewonnen hat. Was mich aber gewundert hat, dass Rashad keine gewonnen hatte. Weil er nervt. Ja, aber vielleicht ist auch Rashad Evans so ein Typ, wo man sagt, okay, nicht alle müssen ihn leiden können, aber wenn er so weiterkämpft, dann müssen ihn alle respektieren. Und ja. Wenn er erstmal Jones vermöbelt hat, dann kommt der Respekt auch. Das also, kommt er nie. Ja, ich fürchte ehrlich gesagt auch. Ich denke mal, das wird ein knappes Ding. Also, weil wenn irgendeiner überhaupt was über John Jones weiß, wirklich über eventuelle Schwächen, ist halt Rashad. Ich meine, die waren nicht umsonst Teamkollegen. Vielleicht hat er Dinge gesehen, die wir andere nicht gesehen haben und entzaubert John Jones. Aber der ist halt schon wirklich unglaublich gut und naja, also das war gar keine Prognose. Möglich ist das allemal. Also man hat im MMA schon ganz andere Sachen erlebt und muss sagen, ich bin großer John Jones Fan und ich bin absolut kein Rashad Evans Fan, wie ich ja gerade auch schon deutlich gemacht habe. Aber sollte er diesen Kampf gewinnen gegen Jones, dann ziehe ich meinen Hut und dann würde ich auch mal von der Couch springen und mal kurz einen kleinen überraschenden Aufschrei raushauen. Das wäre wirklich eine ganz tolle Sache und möglich wäre es. Also ganz so unmöglich, wie ich mir das vor einem halben Jahr dachte, ist das gar nicht mehr. Denn wie du schon richtig gesagt hast, beide kennen sich in- und auswendig. Man weiß nicht, was da noch kommt. Ja, und die starke Leistung gestern. Also man muss jetzt auch mal zur Ehrenrettung auch vielleicht vom Tito sagen. Also Rashad war wirklich gestern sehr, 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 sehr gut. Aber Tito hat auch eine ganze Weile ganz gut mitgehalten und man hat einfach gemerkt, er hat ist halt mit Herzblut bei der Sache, aber Rashad war gestern übermächtig. Und glaube, gestern auch nach dem Kampf haben auf den Rashad mehr Leute auf der Uhr, wo die sagen, naja, also der gegen John Jones, das wird doch nicht so ein einfaches Ding, wie wir vorgedacht haben. Ja, wenn ich euch so zuhöre, dann steht ja schon fest, dass John Jones Quentin Rampage Jackson zum Frühstück verspeist und dann gegen Evans kämpft. Aber was haben wir als nächstes für Ortiz auf dem Zettel? Der macht jetzt erstmal Urlaub. Also, ja, das ist natürlich eine gute Frage. Also, es ist natürlich, hängt davon ab, wie man das bewertet, den Sieg gegen Ryan Bader. War das jetzt irgendwie ein einmaliger Erfolg? Ist das jetzt irgendwie mal ein Zufallstreffer gewesen, dass er den erwischt hat? Und hat ihn jetzt Rashad wieder auf seinen Platz verwiesen? Ich persönlich denke nicht. Also, weil er gestern sich eigentlich wirklich ganz gut verkauft hat und wirklich ganz gut gekämpft hat. Und ich denke mehr, dass er halt wieder so wieder in der Top 10 ist und wo unten in der Top 10, aber wieder Top 10 Material ist. Und da denke ich von wegen, der sollte auch wieder einen aus der Top 10 kämpfen. Also für mich ist er jemand, der schon noch mitmischen kann. Das hat der Sieg gegen Bader ja gezeigt. Wobei ich auch glaube, dass der Bader-Kampf mehr über Bader als über Ortiz aussagt. Aber der halt kein wirklicher Titelanwärter mehr sein wird in seiner verbleibenden Karriere. Also der kann so gegen die Rich Franklins und Antonio Rogério Nogueiras dieser Welt kämpfen, was ja auch durchaus in Ordnung ist. Und da vielleicht noch ein paar ganz unterhaltsame Kämpfe abliefern. Aber dass er jetzt ernstlich nochmal einen Lauf in Richtung Halbschwergewichtstitel unternehmen würde, ich glaube, da haben wir gestern das definitive Ende von gesehen. Ja, also ich glaube, mit dem Titelkampf wird es für Tito Ortiz wirklich nichts mehr. Was den Kampf gegen Bader angeht, die Frage, war es ein Zufallstreffer oder war es keiner, die ging ja jetzt nach dem Kampf am Samstag schon auch durchs Internet. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es ein Zufallstreffer war, sondern es ist einfach eine Frage der Gegnerwahl ist bei Tito Ortiz. Man sagt ja immer so schön, Styles make fights und Evans ist einfach ein deutlich, deutlich besserer Striker, als das Bader ist. Und das hat man am Samstag einfach gesehen. Er hat Tito mit einigen harten, harten Treffern erwischt und das war eigentlich auch das, was das Ende dann eingeleitet hatte. Nach diesen Treffern war die Puste weg, er hat unkonzentriert gekämpft, hat sich am Käfig stellen lassen, hat sich auch am Boden auseinandernehmen lassen. Ich glaube, den Unterschied machen da wirklich die Strikes im Stand und die hat Bader einfach nicht gehabt. Er wurde da erwischt, stand relativ offen da und deswegen konnte Tito ihn da auch relativ easy finishen. Gegen den Rashad Evans, der wirklich ein sehr, sehr guter Boxer ist, mit guter Beinarbeit und so weiter, ist es natürlich viel, viel schwerer und deswegen dieses Ergebnis vom Samstag. Wie man nun weiter mit ihm verfährt, ich glaube, der Markus hat da vollkommen recht. Der Tito Ortiz ist ja sehr, sehr weich gefallen.
Erstens mal steht die UFC jetzt so ein bisschen in seiner Schuld, würde ich schon fast sagen, dass er da so kurzfristig eingesprungen ist. Dana White hat das ja auch immer so ein bisschen durch die Blume schon angedeutet. Und er ist auch nach wie vor ein großer Name und hat ja, und damit hat er recht, auch immer nur wirklich große Namen gekämpft, auch wenn er verloren hat. Und ich denke mal, mindestens 2 Kämpfe wird er in der UFC auf jeden Fall noch haben, ganz egal, ob er die gewinnt oder verliert. Und ja, ich denke, man wird ihn gegen, sagen wir mal, gleich große Namen stellen, die auch nicht mal so fit sind. Können wir da vielleicht einen Rich Franklin vorstellen oder einen Dylan Nock oder sowas. Das wären sicherlich ganz interessante Gegner für Tito Ortiz und Kämpfe, die er durchaus auch noch gewinnen könnte. Also könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ja, also das, man muss ja auch immer zu sagen, von wegen, also so ein Trainingscamp ist natürlich aufgebaut, dass am Kampfabend so ein Kämpfer so einen Peak hat, also so einen Leistungshoch hat. Natürlich ist das schwierig, wenn man jetzt so ein verkürztes Camp noch hinterhergeschoben hat, wie der Tito jetzt eins hinterhergeschoben hat. Und natürlich konnte er alleine dadurch schon nicht die Leistung abrufen, zu der er vielleicht jetzt wirklich imstande wäre. Also das sind jetzt alles so Sachen, die sind sehr spekulativ, jetzt auch mit 3 Fragezeichen. Ich sehe ihn jetzt nicht ganz so weit weg von der Musik. Also ich denke schon, er sollte schon Leute aus der Top 10 noch kämpfen und nicht irgendwie jetzt, also sind wir mal ehrlich, Rich Franklin, das sind ja eigentlich mehr Unterhaltungskämpfe für die Fans. Das sind halt große Namen, die man kennt, aber die ja wirklich nicht mal von Bedeutung ist. Also ich könnte mir jetzt zum Beispiel sowas vorstellen, vielleicht wie Forrest Griffin Teil 3. Wen ich mir auch vorstellen könnte, was interessant wäre, ist, wenn jetzt Dan Henderson vielleicht zur UFC kommen würde, ihn gegen jemanden wie Henderson zu stellen. Also weil Henderson ja also wirklich ein begnadeter Ringer ist, der halt auch ordentlich Kabums in der rechten Hand hat, wie jetzt Fedor jetzt letztes Wochenende auch gemerkt hat. Das wäre vielleicht auch ein interessanter Kampf, aber und dann wird man sehen, also ob was, wie Tito wirklich, wie gut er wirklich ist, ob es das letzte Mal wirklich ein Achtungserfolg war und zu was er noch imstande ist und ob er überhaupt noch mal einen Titel näher kommt.